Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sterne und Sternbilder unserem heutigen Tag am 2. September 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Steinbock-Geborenen haben gerade Themen mit Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Lage, was im Augenblick schwierig erscheint. Die Steinbock-Geborenen sollen ihren engsten Zweifel überwinden und hier haben auch eine Lernaufgabe im Augenblick, ihre Wünsche, Sehnsüchte leben, das als Ziel setzen und in diese Richtung schauen, weil das befreit gerade die Steinbock-Geborenen und die Vergangenheit oder diese verletzten Gefühle abschließen, verabschieden, loslassen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen kommt in die kommenden Tagen etwas in Bewegung. Im Augenblick sollen die Wassermann-Geborenen Kontakte pflegen, auf anderen zuzugehen, zuhören, etwas klar und deutlich sehen, erkennen, weil da sind die Möglichkeiten und Chancen. Das bedeutet, die Wassermann-Geborenen sollen gerade aktiv sein. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen pflegen gerade die Erinnerungen. Wenn das verletzten Gefühlen hervorruft, dann ist besser das Verabschieden, weil das kann die Fischengeborenen gerade hindern bei der Bewegung, dass etwas im Fluss kommt. Das Fluss des Lebens wird hier blockiert. Und hier haben auch die Fischengeborenen eine Lernaufgabe. Wo Sicherheit, Stabilität gibt, mindestens mal dieses Gefühl, wenn die Fischengeborenen versuchen, hier und jetzt sein, weil das ist ein beruhigendes Gefühl. Und die Fischengeborenen brauchen gerade die Ruhe, weil da liegt auch die Kraft. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen verspüren im Augenblick eine gewisse innere Unsicherheit oder inneren Unruhe. Es ist unnötig. Erstens in den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung, kommt mehr Leichtigkeit. Außerdem, heute ist etwas Gutes zum Erwarten. Entweder eine gute Nachricht oder Bewegung, das kann auch Auto oder Sport sein. Und die Wiedergeborenen haben gerade Glück in die Liebe. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Ruhe, Sicherheit, Stabilität, aber auch Bewegung. Und da fühlen sich die Stiergeborenen etwas gebremst. Wichtig ist, etwas unternehmen und auf eine Reise zu gehen, kann Glück bringen, gerade bei den Stiergeborenen. Sie brauchen die Bewegung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben mit Gleichgewicht etwas zu tun. Besonders was die Emotionen betrifft. Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen. Und auch was die Aktivität, die Kraft betrifft, da sollen die Krebsgeborenen auch im Gleichgewicht sein. Wenn das zu viel ist, oder wenn sie bremsen ihren Gefühlen, dann verlieren die Krebsgeborenen die Gleichgewicht und ihren Kraft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen bewegt sich einiges. In die kommenden Tagen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung. Es ist nicht nur die Bewegung, sondern sie haben Glück in die Liebe. Und eine Nachricht ist auch zum Erwarten. Oder kehrt jemand zurück. Eine Botschaft für die Löwengeborenen. Es wirkt speziell auf den Löwengeborenen der königlichen Stern Regulus. Dieser Regulus ist nichts anderes als die Herz der Löwen. Als königlich, so haben die alten persischen Astronomen beschrieben und damals war Regulus die
nördlichen Himmelsrichtung zuständig, also zeigte die nördlichen Himmelsrichtung. Die heutige Botschaft lautet, die Löwengeborenen sollen auf ihren Herz hören und das folgen, weil das gibt Glück. Die tierkreiszeichnenden Jungfrau-Geborenen finden die Sicherheit, Stabilität, auch die Ruhe und sie bringen gerade etwas in Ordnung. Die tierkreiszeichnenden Wagengeborenen empfinden den Tag als ungerecht oder sie haben auch eine rechtliche Lage und dort läuft etwas ungerecht. Es ist wichtig, jetzt einen Ausweg zu finden. Und hier ist auch eine Botschaft von einem Sternspeaker. Und dieser Speaker ist eigentlich ein Glücksstern und sagt aus, auch wenn das ungerecht ist, auch wenn das schwierig ist, es trägt etwas Früchte. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist richtig Glück im vertrauten Umgeben. Nachbarschaft, Verwandtschaft, eine kleine Reise oder die Wohnort. Und da sind die Möglichkeiten und Chancen, aber die Skorpiongeborenen neigen dazu, zurückhaltend sein oder die bremsen das an. Und es ist wichtig, hier in diesem Bereich zum Bewegen, weil da liegt das Glück. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Chancen, Möglichkeiten, gute Einflüsse von außen. Sie bringen etwas in Ordnung, sie haben Ziele und sie sind auch erreichbar. Es ist eine Vorwärtsbewegung, aber achtsam sein. Hier gibt es auch einen Einfluss von Lesat. Und Lesat sagt auch, nicht zweifeln, keine Verzweiflung, die Zweifeln überwinden. Aber achtsam sein bei Nachrichten, Gesprächen, Botschaften, weil kann sein, dass jemand mit Lügen kommt. Und da ist wichtig, dass die Schützengeborenen auf den Gesprächen achten. Wo liegt die Wahrheit? Ist das eine Lüge oder ist das die Wahrheit? Und das war dieser heutigen Tageshoroskop. Natürlich ist es allgemein und wir können aber das maßgeschnitten beschreiben, weil ich kann diese Tagesenergie, diese kosmische Energie maßgeschnitten auf jede einzelnen Horoskop verwenden, weil jeder Mensch ist einzigartig und jeder Geburtshoroskop ist einzigartig. Es gibt kein zwei gleichen Horoskop. Das ist wie Fingerabdruck. Und das maßgeschnitten anfertigen, mal einen bestimmten Tag zu beschreiben oder einen Termin zu beschreiben oder die Möglichkeiten, Chancen erkennen, auch was kommt, ein Monatshoroskop, was ist zum Erwarten in die kommenden Monaten. Und das ist nicht im Allgemeinen jetzt für den einzelnen Tierkreiszeichen, sondern ganz speziell auf dem einzelnen Personen. Jeden Tag kann ich beschreiben, wie das verläuft oder mindestens mal, welche kosmische Energie beeinflusst den Tag. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten und sie kommen direkt in mein Managementbüro an, aber sie werden an mich weiterleiten, wenn das schnell gehen sollte. Bin ich telefonisch erreichbar in mein Hotline? Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.